So, hallo an alle zur nächsten Let's Play Folge. Es ist eine komplett neue Aufnahmesession, also nicht wieder die da letztens, sondern wieder ein paar Tage später. Ich frage mich gerade eines: Wie ist diese Katze hier reingekommen? Kann man es mal erklären? Oder komm, ich hole sie mal hier raus und hoffentlich folgt mir noch. Ja. Die kann ich mal hier oben dran setzen. Genau, die setze ich jetzt einfach mal vor den Eingang, damit die einfach keine Creeper reinlatschen. So. Und setz dich hin, setz dich hin. Gut, so. Die bewacht jetzt hier meinen Eingang vor lauter Bösen, was auch immer. Also eine Sphinx, die vor meinem Tempel sitzt, um es so auszudrücken, ja. Okay, so, wir sind immer noch weiter dann dabei beim Ausbuddeln hier des ganzen Tempels. Und ich kann schon mal eines sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind viele, viele Blöcke, die wir abbauen müssen. Ich habe mir da einiges vorgenommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wüsste ich gerade echt gar nicht, wie ich das Ganze überbrücken sollte, weil hier buddelt man teilweise dann doch schon sehr lange, wenn ich das so machen will, wie ich es gedacht habe. Ich muss mal wieder zugeben, dass ich mir das Projekt in einer Kopie dieser Map, sorry, mir mal vorgebaut hatte im Creative Mode. Und oh, das ist einiges an Zeit, die wir hier brauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ich mach mal 12 nach hinten in diese Reihe, so. Wir werden wahnsinnig viel brauchen an Zeit, bis das Ganze ausgehoben ist. Oder warte mal, ich glaube, Creative Mode hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Nee, dann müsste es hier vielleicht noch gehen, aber ich bräuchte dafür ein vernünftiges Quassel-Thema, und zwar eines, wo ich, wie bereits erwähnt habe, schon, oder was passend ist, nicht was dann nicht so ganz passend ist, wegen, naja, so Thema Krieg und Frieden und so, ne? Das hat jetzt dann, glaube ich, nicht so ganz hier reingepasst. Einige meinten, ich soll es dann doch machen, weil ich sowieso sonst die Gesprächsthemen, naja, aus dem Let's Play rausklaue. Aber ich glaube, für so ein Thema, was einfach zu ernst ist überhaupt, dann ist es gar nicht mal so gut, wenn man daneben noch ein bisschen was zockt, einfach so. 6, 7, 8, Moment, 9, 10, 11 und 12. Und jedenfalls wollte ich auch noch sagen, was war's? Genau. In dem letzten Video im Kommentar, ich habe ja gemeint, ja, nee, ich komme nicht, dann komme ich auch nicht von der Erde oder so, so eine Art, da hat jemand in die Kommentare geschrieben, ja, Spark ist ein Saiyajin, der auf die Erde gekommen ist, um die Menschheit zu Tode zu quasseln. Das war mein kreativer Kommentar. Der war gut, nicht schlecht. Ein anderer hat noch gemeint, ich wäre ein Sparkianer. Aber der Saiyajin-Kommentar, der war nicht schlecht. Vor allem, weil ich ja gerne auch Dragon Ball Z immer geschaut habe. Alle Folgen, Hust. Und ja. So, ein uneleganter Räusperer mitten reingeschoben. Ich bin gerade überlegen, so, wie mache ich es jetzt am besten? Eigentlich müsste man sich jetzt hier nach vorne buddeln. Ich habe gedacht, dass das Kernstück des Tempels gleich schon von hier vorne zu erreichen ist. Und also sozusagen der Grundaltar oder sowas. Also man kommt einfach rein und hat gleich schon einen großen Tempelraum, wo dann natürlich noch weitere Gänge von wegführen in Bibliotheken, in Geheimräume und ähnliches. Also vielleicht Grabkammern oder sowas, da müsste man nochmal gucken. Die Frage ist, wie man Sarg hinkriegen, das würde ich mir jetzt noch, naja, die einfache Kiste ist ein bisschen blöd, ein Lager könnte man noch reinmachen, so. Lager kommt noch mit rein, vielleicht so. Naja, das soll ja so eine Art, keine Ahnung, Tempel-Gebetsstätte unter anderem auch sein. Ich frage es jetzt, weil ich noch reingehe. Ja, dann bin ich noch ein bisschen überlegen. Also das Projekt, der Kerntempel hier ist in der Kopie. Also das, was hier jetzt alles kommt, ist schon fertig. Schon fertig ausdekoriert und so. Nee, ich mach keinen Screenshot jetzt rein davon. Dann wäre die ganze Spannung weg, hätte ich ja machen können, aber. Das ist jetzt so für die Vorbereitung gewesen, weil das ist ein relativ großes Projekt, was ein bisschen Koordination braucht. Und wenn man da jetzt im Survival reingeht und sich dann was zusammenbaut und am Ende hat man es aus irgendwelchen Gründen gleich schon vermasselt, dann ist es ein bisschen blöd. Deshalb lieber ein bisschen vorbereiten, das gleich richtig machen. Ich sag ja noch nicht so ganz, wie es aussieht. Ich sag nur, dass es hier der Kerntempel oder das Kernstück des Tempels wird. Und ja, jedenfalls brauche ich jetzt hier eine kleine Fläche, die ich ausarbeiten muss. Und zwar, was heißt klein? Das wird jetzt eigentlich ein Weilchen dauern. Also in dieser Folge werden wir damit nicht fertig. In der nächsten Folge auch nicht. Im übernächsten glaube ich auch nicht. Das ist eigentlich schon viel, was man hier basteln muss jetzt. Da bin ich noch weiter im Überlegen vom Gesprächsthema. Also was kann ich denn mal ansprechen? So ganz spontan. Also das Feedback von der letzten Folge mit dem Vorurteilen, das habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, da kann ich bis jetzt noch kein weiteres Statement abgeben. Worüber kann man sich denn jetzt mal
auslassen. Sei es, warum YouTube zum Beispiel besser als Fernsehen ist. Warum eigentlich nicht? Ich meine, ihr seid jetzt alle auf YouTube und guckt mir zum Beispiel zu. Wo ist der Unterschied zum Fernsehen? Das könnt ihr zum Beispiel ja auch mal, da könnt ihr auch Videofragen in diesem Video. Was ist der Unterschied zwischen YouTube und Fernsehen an sich? Von meiner Sicht aus würde ich jetzt eigentlich schon sagen, YouTube ist teilweise besser, weil man sein Programm, was man gerne schaut, besser selektieren kann. Das heißt, man wird nicht gezwungen, praktisch das Fernsehprogramm anzuschauen, was es auf den Sendern jetzt, sag ich mal, gibt. Wenn nur bekloppter Mist überläuft, dann muss man sich ja für irgendeinen bekloppten Mist entscheiden, den dann gucken, weil man ja sonst nichts anderes gucken kann. Seit man hat eine DVD oder so, aber irgendwann hat man ja auch alle seine DVDs durch. Und wenn man sich eine DVD von einem Film kauft, dann kennt man den eigentlich schon in der Regel vorher, weil man es im Kino gesehen hat. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Sagen wir zu 50% kennt man den schon vorher, wenn man sich eine DVD kauft. Deshalb ist es auf YouTube eigentlich besser, man kann besser selektieren. Man kann sich aussuchen, okay, ja, das gefällt mir und ich weiß, der Kanal produziert da und da mal ein Video. Also bei dem kommen vielleicht täglich welche, beim anderen kommen nicht täglich welche. Jedenfalls, ja, man, wie gesagt, bessere Selektion, so. Andererseits, die Qualität ist zwar nicht Fernsehqualität, das muss auch, glaube ich, nicht immer sein. Seit wann muss gute Unterhaltung von Bild- und Tonqualität her gut sein? Es kommt meistens immer nur auf den Inhalt an, ist mir aufgefallen. Das heißt, man sieht es ja zum Beispiel dann, ich sag mal so RTL, beste Sendezeit, bei denen ist das nicht abends, sondern mittags, wenn die ganzen, TV-Serien kommen, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, man nennt sie so liebevoll Assi-TV nebenbei. Weiß ja nicht, ob es einer von euch gerne schaut, sorry, wenn ihr damit dadurch angegriffen seid, jedenfalls der intellektuelle Wissens- oder Informationsgehalt dieser Serien oder dieser Sendungen, naja, der ist nicht sonderlich hoch, sage ich jetzt mal. Ich kann mich so an so eine komische Szene mal erinnern, wo wir im Deutschunterricht oder im Abitur drüber gesprochen haben und uns schlapp gelacht hatten. Irgendwie kam das Thema da mal auf und dann hat jemand das erwähnt mit dem Typen, der sich durch seine eigenen Socken Wein gekeltert hat oder so eine Art, für seine Freundin oder so eine Art. Das ist natürlich schon äußerst interessantes Unterhaltungsniveau. Für solche Typen muss man sich fremdschämen, sowas kann ich mir nämlich nicht, gar nicht mehr angucken, ich hab's noch nicht gesehen. Ist mir nur so gerade eingefallen, keine Ahnung, ob die Story echt ist. Jedenfalls werde ich wahrscheinlich gleich die Bestätigung bekommen, wenn ich das dann in den Kommentaren lese. An sich, über den Niveau des Ganzen kann man sich dann irgendwann später mal unterhalten. Jedenfalls, auf YouTube guckt man sich ein bisschen um und sagt, okay, dies ist gut, das kann ich mir angucken, das gefällt mir, schaue ich gerne, der ist ganz cool drauf, sei es jetzt Let's Plays oder sei es was anderes, man muss ja nicht zwangsläufig Let's Plays gucken, auch wenn der Großteil aller Videos, glaube ich, auf YouTube schon fast Let's Plays sind. Let's Plays im Übermaße ist richtig angestiegen in der letzten Zeit. Ich glaube, sie gab es schon Übermaß, als ich angefangen hatte. Momentchen mal, ich brauche ein Dunkel. Optifine ist wieder drin, Water Shade ist raus, man merkt es gerade. Ich brauche mal eine Kiste oder so. Aber ich schleppe jetzt nicht alles quer durch die Gegend. Mach jetzt... Ups, Fail. Ihr habt nichts gesehen. Nein, ich bin Anfänger Minecraft, ihr wisst. So. Das Thema wird gleich fortgesetzt, ich hab's nicht vergessen, hoffe ich mal. Grab durch, komm mal raus. So, Crafting Box und das... Und ich setze nur mal ein paar Kisten, die ich dann auch gleich wieder abbauen werde. So, Momentchen, da, das rein. Crafting Box. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Da hinsetzen. Okay, tue ich meinen ganzen Cobblestone rein. Da. Und noch was? Eisen am besten auch noch. Ich werde wahrscheinlich noch eine weitere Kiste dann brauchen, obwohl die mache ich gleich mal. Das wird nicht reichen. Wir brauchen hier jede Menge an Holz, an Spitzhacken noch und an Cobblestones. Das Beste. Ach nee, oben ist ja auch eine Crafting Box. Verdammt, habe ich ganz vergessen. So. Ja, hier kommt dann das ganze Zeug rein. So, nur ein bisschen einsammeln und dann geht's auch gleich schon weiter. Habe ich noch Eisen dabei? Ja, habe ich. Pass mal auf. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich werde hier 20 Spitzhacken noch brauchen, um das Ganze auszubuddeln. Könnte ich wetten? Komm, ich mach das mal 5 durch. Werde ich komplett alle brauchen, sowieso. Und dann geht's auch schon mal weiter. Ups, sorry, ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen, nichts.
da noch eine Fackel, damit es ein bisschen ausgeleuchtet wird und nichts spawnt. Da noch eine hin. Da noch eine hin. Da noch eine hin. Und da noch eine hin. So, das ist immer ein bisschen furchtbar, wenn man dann ein Gesprächsthema ein rausgeschmissen wird. Und ja, ganz einfach, wie gesagt, das Angebot ist sehr variabel. Viele Let's Plays, viele andere Videos. Aber ich sag mal so, der Vorteil ist auch, dass die Videos per Stream laufen. Fernsehen ist ja in der Regel